Herzlich willkommen, einen schönen Freitagabend, da sind wir wieder. Kommen wir zur ersten Frage und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis jemand eine unanständige Assoziation hat. Ich möchte nämlich wissen, worum handelt es sich bei einem Sockentupfer? Mir fällt nichts sein. Nicht den nur die Socken anlassen. Der Klassiker, ne? Ja, das ist genau. Ja. Das ist der Klassiker, sehr unbeliebt bei Frauen. Beim Tupfen? Nein, nicht bei allen. Oder was meinst du jetzt? Getupfte beim Socken? Beim Entkleiden. Es gibt ja Männer, die beim Entkleiden auf die Socken vergessen. Die denken, es ist ja wurscht. Lass ich die Socken gleich an. Es gibt auch Männer, die nicht mehr runterkommen. Kannst du drüber reden, Günther? Männer, die nicht mehr runterkommen? Nein, war ein Schmäh. Ja, ich darf nichts sagen, Garstig, darf ich nichts sagen, jetzt sage ich sowas. Aber jetzt meine Frage, Günther, kriegst du auch beim Schuh zu binden Sodbrennen? Und wann ist... Nein, aber keine Luft. Schlüpfer. Ja, aber Schlüpfer. Kennst du das auch? Das machst du sicher auch. Was du schon mal unten bist, schau, was kann ich sonst noch erledigen? Ja, ja. 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 Der erste Gustav Klimt für Günther Leiner. Ein Sockentupfer. Mit D geschrieben. Der Tupfer? Tupfer oder Tupfer? Was wäre ein Tupfer? Tupfer oder Tupfer? Na, was glaubst du? Ja, das mit kommt... T, glaube ich. Ja, was heißt, was, gibt es ein D mit, also gibt es einen Tupfer mit D? Na ja, darum frage ich ja. Ist das jetzt Deutsch oder was ist das? Nein. Ein Sockentupfer, natürlich. Tupfer. Wie getupfte Socken. Ich frage einfach, weil du hast das T ein bisschen zu weich ausgesprochen für meine so. Begriffe. Ist das Kritik an meiner Moderationsleistung? Nein, aber... Okay. Ja, ein bisschen schon. Ja, es ist ein Ausdruck aus der Medizin. Weil oft der Chirurg steht vom offenen, sag ich mal... Kamin. Des Patienten, dann sagt er, was machen wir? Tupfer! Nicht den Sockentupfer! Und dann muss der die Socken ausziehen. Oder? Also es muss einen Tupfer geben, der ausschaut wie ein Socken. Im OP? Eine Socke, ja. Der so ums Eck geht. Von dir möchte ich nicht operiert werden. Nein, operiert aber schon, kann... getupft. Nein. Aber keinen geraden, was? So wie ein Wattestäbchen. Ja. Sondern ein Socken geht ja auch ums Eck, ne? Wo ja. Die Ferschen ist und die... Ja, Socken geht nur ums Eck, wenn du den an hast und wenn du ums Eck gehst. Ne? Aber geht auch nicht ums Eck. Aber nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Knick. Ja. Also ihr seid in Richtung Medizin unterwegs. Nein, ihr habt Richtung man Haushalt. Moment, Richtung Haushalt? Haushalt. Ja. Ist auch eine gut. Haushaltshilfe. Wenn du den Wäsch aushamst, ja, und dann hast du die Socken und dann gibt es, was du nicht angreifen musst, einen Tupfer, den du nur die Socken raus tust und einen in die Waschmaschine. Gibt es einen Unterhosentupfer, einen Pullover-Tupfer, einen T-Shirt-Tupfer. Waschtag bei Leiners. Lädst du mich einmal ein zum Waschtag bei Leiners? 10 Stunden. Ja, für die Kühe. Für die Kühe? Ja. Und was machen Weil die? Weil man ja den Kühen manchmal bis zur Schulter. Ja! Aber was kann Socken? Na, aber da gibt's das, da zieht man sich den... Stutzen kann Socken. Ja, das ist ein Schutz, ja, das sieht man sich. Stimmt Kühe? Nein, für Stallung. Für Stallung. Nein, der Sockentupfer ist, wenn man einen Hamster einschläfern lassen will, ist die humanste Methode, ist, dass man... Draufsitzen. Eva, das darf ich nicht belohnen. Nein, es ist ein ganz klassischer Überzieher. Und zwar also für die Schuhe, für die Stiefel. Das ziehst du über, wird mit sterilem Wasser befeuchtet, hat folgenden Grund. Damit geht der Tierarzt durch die Stallungen und dann werden die Sockentupfer wieder abgezogen und damit kannst du nachweisen, ob es Salmonellen gibt oder sonstige Probleme in dem Stall. Dafür gibt es die Sockentupfer. Ja. Habt ihr verstanden? Ja. Nein? Nein. Der zieht sich das an, der Tierarzt. Ach so, hat den Socken, steriles Wasser. So, und dann geht er im Stall, weil er mit den Viechern was. Und dabei nimmt er ja alles auf bei diesen Sockentupfern. Ja. So, das wird dann entnommen. Und dann kannst du anhand der Proben, die er dabei genommen hat, nachweisen, ob es Salmonellen gibt oder sonst die Schweinereien. Hast du es verstanden? Also, ein Sockentupfer ist, ich erkläre es dir gerne nochmal. Und ich bedanke mich bei Hermine Weigel aus Braunau mit einem 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Ich habe ein Ding der Woche. Okay. Wie sieht das aus? Meine Damen und Herren, ich darf kurz via Insert einblenden, was das Ding der Woche ist und was es kann, wozu es dient. Ja.
ich weiß, eine gewisse Berufsgruppe sagt jetzt, ah klar, na, kennen wir doch, super. Und jetzt bin ich gespannt, ob mein Liebesratetim irgendwie eine Ahnung hat, was das sein könnte und wozu es dient. Mir gibst du das? Na sicher, du, wir fangen immer bei dir an. Vor allem, es schlägt sich gut mit deinem Grün. Ja, total. Da darf man nicht zu sehr dran ziehen, oder? Sollte man nicht. Okay. Es ist irgend so ein Plastik, ne? Zur Beschreibung einmal, es ist irgend so ein Plastik und es steht nichts drauf, leider. Ja? Also ihr könnt mir vorstellen, dass vielleicht wirklich für Leute, die sehr schlecht sehen oder vielleicht am Morgen im Stall die Beleuchtung sehr, sehr schlecht ist, wenn man jetzt melken geht, noch händisch melken geht, dass man sich ganz sicher ist, dass man nur jetzt eine von den Zitzen melkt und die anderen sind dann quasi markiert, indem man das da drüber gibt, diese drei. Wofür dann das gut ist. Zum Weghalten. Zum Weghalten, ja. Ah, genau, da zieht man dann die anderen Zitzen weg und macht. Du willst das über die Zitzen stülpen? Über die Zitzen stülpen. Ich möchte das über die Zitzen stülpen. Apropos, wonach schmeckt's? Milch? Ich hab's nicht abgeschleckt. Nachher sage ich dir, wofür es ist. Danke dir. Kann man es auch über die Stülpen zitzen? Oder nur über die Zitzen stülpen? Das wäre interessant. Das ist lustig, ich habe mich auch die Assoziation gehabt. Stülpen kann man es ja nicht. Kuh, ja. Man kann es ja nicht stülpen, eigentlich. Man kann es ja nur ziehen. Also über die Zitzen. Ja, zum Weghalten, er hat schon gesagt, es ist zum Weghalten der Zitzen, ist es nicht. Ich hätte genau gesagt, Kuh, ich hätte gesagt, ist es nicht, das ist nicht. Es ist zum Weghalten der Zitzen, ist es nicht. Es gibt einen Leifball der Tiere. Mit dem geht die Kuh zum Leifball der Tiere. Also das ist ein alter Bikini. Oder der Hahn zieht sich über den Kamm. Das geht auch. Ein alter Bikini. Das sieht man, das ist die Assoziation der Gary Larson-Generation. Was Leifball? Leifball. Die Domina mit ihren drei Sklaven oder so irgendwas. Also da passen doch keine drei Sklaven rein, hallo. Kleine Sklaven. Okay, kleine. Zum Anfangen. Wann war so Hamster? Wenn einer davon eher ist, passen schon nur mehr zwei. Ne? Genau, ja. Ich habe vorher gesagt, als ich das präsentiert habe, habe ich gesagt, eine bestimmte Berufsgruppe hat jetzt gerade ihre helle Freunde. Genau, wahrscheinlich die Politiker. Ich habe geglaubt, dass du sagst, das ist die Hand von der FPÖ. So schaut das aus, wenn die sagt, Hand drauf. Drei Finger, das ist drei richtig. Finger. Ja. Drei Bier, das ist zum drei Bier bestellen. Nein, schau, es ist blau, es hat Löcher und man kann nichts damit machen. Es ist eine detailgetreue Nachbildung des Gehirns von H.C. Strache. Guckt mir gar nicht zu. Na, oder es ist so für so Handtaschenhunde, so alleine, die haben ja oft so, sind so kleine. Drei, die kann man einfadeln und dann kann man so spazieren führen. Die gehen eh nicht weit. Die gehen meistens nur so und fertig. Auch nicht gut. Nein, leider. Letzter Versuch, es ist was für über eine Flasche drüber zu geben und da kann man die drei Glaseln reintun. Für Picknick-Dings. Da willst du drei Glaseln reintun? Wenn man zwei weitere Freunde hat schon. Ach so, da kann ich nicht mitreden. Oh. Ja, aber so ein Picknick allein ist auch was Schönes. Man die hat Ameisen die und ich. Ja, genau, man hat aber die du hast doch uns, der ORF zahlt uns alle Freitag ein bisschen Gas, damit wir so tun, wie wenn wir deine Freunde wären. Also, ich krieg's Geld dafür? Was er nicht weiß, ist, das wird gar nicht ausgestreut. Nur bei ihm zu Hause am Geld. Schön wär's. Gastronomie? Ja, so ähnlich. Herr Ober, wo ist meine Melange? Kommt gleich, spülen Sie nicht einmal mit dem. Gut. Wenn Sie wissen, was es ist, ist der Kaffee fertig. Post. Post, okay. Post. Die gibt es ja fast nicht mehr. Oh ja, das ist so für die Leute, die nicht genau treffen, wenn sie stempeln müssen. Aber das ist, so dann müsste es ein Gelb sein und nicht Blau. Man kann aber auch genau sein. Ja. Oder vielleicht für Finanzminister, die über die Grenze müssen. In jedes Loch kannst du 100.000 Euro einstecken. Das ist für meine Schwiegermama. Blütenweißes Geld natürlich nur. Friseur. Blütenweißes Geld. Friseur. Nein.
Lebensmittelbereich. Im Lebensmittelbereich, in der Wurstabteilung. Da ja, Wurstabteilung. 10 Decker mehr sein. Ja, genau. Genau. Wurst, Wurst ist gut. Bei der Wurst? Ja, bei der Wurst. Dicke abmessen. Also nicht direkt beim Verkauf, aber hinten. Hinten bei der Wurst? Hinten bei der Wurst, also hinten. Das Ende. Achso, das kommt ein. Was ist hinten bei der Wurst? Nein, wir müssen ja hinten die Wurst vorbereiten. Ne? Da gibt's ja, na, was? Darkroom. Der Darkroom? Ja, in einer Fleischerei gibt es keinen Darkroom. Das ist woanders. Der Wurst ist der Zipfel. Du, vorne ist das Verkaufsregal und die Vitrine, wo die Wurst liegt. Okay, ja, gut. Ja. Aber hinten kommt ja nicht die Wurst, da kommen ja zum Beispiel ganze Tiere teilweise oder Teile von Tieren. Nein, also, doch nicht beim Billa. Beim Billa kommen ganze Teile von Tieren. Auch da? Manche. Du weißt, beim Fleischhauer. Nein, Fleischhauer, ich habe nie was von Supermärkten. Ich war im Supermarkt. Fleischhauer. Das ist Fleischhauer. Ist, wenn, ja, da kommen Teile von Tieren. Das ist ein Schlachtapparat. Oder also wie ist das? Wie die Lebensmittelpolizei wird hinten gefesselt. Wer hat sie? Ist es ein Sauträger? Ein Sauträger. Also, damit tragst du das Sau. Na, die Haxen rein und dann das reißt. Das geht nicht. Der Fleischer muss hergehen. Ja? Und muss also so die großen Teile in kleine Teile machen. Und da hat er ein scharfes, spitzes Messer. Und die Gefahr, dass er sich dabei verletzt, ist doch sehr groß. So, also nimmt er einen Kettenhandschuh, den zieht er an, der ist sehr schwer. Und damit der Kettenhandschuh auch an der Hand bleibt, gibt es das Ding der Woche. Und damit fixiert er den Kettenhandschuh. Okay, wunderbar. Ich hole mir ganz schnell das Ding der Woche ab. Wahnsinn. Ja. Ein Fleischerei-Kettenhandschuh-Fixier-Plastikteil. Wie heißt das? Sag mir den Namen von dem. Der Name, Herbert? Aber der Kettenhandschuh-Fixierhilfe. Kettenhandschuh-Fixierhilfe. Ja, und das geht, also ich habe es auch geübt, so quasi, man muss dann einfach nur da eine fahren. Na, wo ist so. Die Sau, wo ist das Messer? Hallo. So, ich komme gleich um. Die Sau ist so, schau. Und damit ist der Kettenhandschuh fixiert. So einfach geht das. Es ist auf der falschen Seite. Es ist Achso, ich habe so die Lachen gerade. Es gehört andersrum. Nein, das ist Thema ist Liveball, es gehört andersrum. Ja, aber wurscht, ich bin ja kein Fleischer. So. Ah ja, genau. Einmal, zweimal. Ich hab's verkehrt. Na geh, wurscht. Angelika Schnell aus Bad Gleichenberg, ich üb das. Und dann schicke ich's Ihnen zurück. Mit dem 300-Euro-Büchergutschein. Danke. Ich möchte es noch einmal in Erinnerung rufen, morgen Welttag des Artenschutzes. Daher beschäftigen wir uns in der nächsten Frage tatsächlich mit einer akut vom Aussterben bedrohten Tierart. Und zwar dem burmesischen Stumpfnasenaffen. Ja, ob es bei dem nicht gut ist, wenn er ausstirbt? Ja. Nein. Von dem gibt es im östlichen Himalaya nur noch rund 300 Exemplare. Und jetzt möchte ich wissen, warum wird der burmesische Stumpfnasenaffe auch Elvis-Affe genannt? Wegen der Frisur? Weil er immer Love Me Tender singt. Weil er mit den Hüften schwingt. Aber die Haare? Was? Meinst du, er hat eine tolle? Er hat eine tolle, denke ich. Er hat eine tolle. Eine tolle, tolle. Ja, eine tolle, das ist vollkommen richtig. Das ist aber jetzt. Wirklich? Ja, er hat eine tolle. Und deshalb wird er Elvis-Affe genannt. Das war aber noch nicht die Frage. Was? Entschuldige, das ist ja wirklich einfach, oder? Also Hüfte, Haare, was soll es gewesen sein? Nein, warum steckt dieser Elvis-Affe oft seinen Kopf zwischen die Beine? Ui. Zwischen die eigenen? Weil das kann. Weil das kann. Ja, weil das kann, ja. Wir haben es alle probiert, aber wir kennen es ja nicht. Wir kennen es ja nicht. Was hast du probiert? Ja, sicher! Ja, sicher! Du, wieso? Ich, was ich kannst du umso viel Yoga probieren? Ich war so klein, dass ich es mit dem freien Auge nicht gesehen habe. Nein, was heißt, was er auch wenn selber? Er zwischen den Beinen sieht, das mit freiem Auge, also er nimmt ja kein Fernstecher. Nein, aber oder? Warum habt ihr das probiert? Ja. Damit...
Das ist, damit du nicht so viel Arbeit hast. Deswegen, weil man schon so einen Muskel hat mit dem Arm. Ach, bitte, 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 bitte. Ich habe dann wieder Vorstellung nächste Woche, dann kommen wieder Eltern zu mir und sagen, Herr Bayer, muss das immer so ordinär sein? Ich habe dann immer... Ich verstehe es bis jetzt noch nicht verstanden. Ja. Bitte, warum? Nein, der burmesische Stumpfnasenaffe, warum steckt er seinen Kopf zwischen die Beine? Weil zwischen die eigenen Beine. Ja, ja, das haben wir jetzt geklärt. Weil er schläft tagsüber, Nachmittagsschläfchen, wenn es dunkel ist. Also ich mache es jetzt mit den Armen. Ja. Weil er rollt besser. Es ist eine Fortbewegungsart. Er lässt sich irrsinnig schnell so Abhänge runterrollen und da macht er Kugel und da rollt er runter. Du schaust mich so entgeistert. Ja, ja, weil du bist ja was? Der Kugel da auch, oder? Kugel! Kugel! Und kann es eine Drohgebärde sein? Eine Drohgebärde? Ja, genau. Das ist total das ist offensiv. Die offensivste Drohgebärde. Ich bin nicht da. Wenn du mir die Banane wegnimmst, dann beiße ich mich selber in den Arsch. Und der andere hat gesagt, okay, okay, dann nicht. Dann nicht. Drohgebärde finde ich ganz großartig. Und die... Ich glaub, weil er im chinesischen Nationalzirkus arbeitet. Deswegen. Ja. Er lebt im östlichen Himalaya. Ja, aber schau, die Sache ist die, da hat der Günther völlig recht. Ja. Die Ur-Ur-Ur-Großeltern von dem waren im Zirkus. Und es hat sich durch die Evolution einfach, diese Tricks haben sich weiter vererbt. Ja, das war eine lebende Kanonenkugel. Nein. Was war da drin? Dann sterben die auch aus, weil die, das will keiner mehr sehen dort im Dschungel. Sagen, Alter, kannst du was anderes? Was du nochmal machst, bring ich dich um. Er schaut vielleicht aus wie eine Frucht, wenn er das macht, und dadurch wird er nicht von den Feinden erkannt. Wenn er sich als Kugel... Ach klar, wenn die Fleischfresser denken, sie, ah, super, Opfer. Dafür wird er nur von den Pflanzenfressern gefressen. Deswegen ist er auch im Aussterben. Das ist ein Fehler. Ja. Da haben sie sich als Kokosnuss. Ja, es gibt sofort, Uli. Aber wir haben das in Australien erlebt, eine kleine Echsenart, die sich totstellt. Die sind auf der Straße, merken, es kommt ein Auto, ich stelle mich tot. Mhm. Und dann sind sie 5 Sekunden später genau das, was sie vorgegeben haben zu sein. Ja, der war blöd, sagt, schon wieder in der Affe gebissen. Genau. Na, oder? Aber, und jetzt die Uli. Im Himalaya ist es doch kalt. Vielleicht ist es ein Wärmeschutz. Okay. In sich selbst sich zu verkuscheln. Ja. Es kommt darauf an, auf wie viel Meter Höhe. Okay, also, das stimmt. Das, okay. Ich glaub, ja, nicht, oder wegen der Frisur. Das ist ein K2-Leben. Das ist ja der Elvis-Affe. Ja. Dass er Danke, dass du das wieder aufs Tapet bringst. Ja, möchtest du, dass er sich so um die Frisur kümmert. Dass die Schiobe... Wie möchte er? Naja, zum Beispiel, da gab es diesen Film Verrückt nach Mary, wo der das Haargel... Ein paar haben den Film gesehen. Ja. Oder? Ja. Und du meinst, dass er seine Elvis-Tolle... Ich hab's wieder nicht verstanden. Dann kommen wieder solche Sachen, wo solche Sachen gesagt werden. Er hat kein Gel für seine Haare. Der Protagonist in Verrückt nach Mary ist sehr aufgeregt wegen einem Date, das er hat, und onaniert vorher. Und der Druck ist so groß, dass das Ejakulat dann... Bitte, wir wissen, wir haben es alle im Kopf. Ja, aber Ejakulat ist ja nichts Schlimmes, das steht in jedem Biologiebuch. Ja. Steht Ejakulat. Aber man schmiert es nicht in die Haare. Na ja. Also, aber ja, ich finde, wenn der Gerald das erzählt, dann klingt das schön. Ja? Ja, dann ja. Ist das so, das ja, darf man auch gern. Vielleicht solltest du einen eigenen Abend doch mal. Naja, bei mir ist es vorbei. Aber Oliver, verharrt der Elvis-Affe in dieser Stellung oder macht er das nur kurz? Wenn er sich das Kreuz verreißt, ja. Weißt du, Uli, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und weil ich ein netter Mensch bin, gebe ich euch einen Tipp mit der Beantwortung dieser Frage. Ja, er verharrt in dieser Position. Du hast ja, wie lange? Das hängt vom Wetter ab. Ja. Naja, und wenn es regnet eben, als Schutz. Ja, er will die Frisur. Also er ist ein Regenschirm retten. Für andere. Aber weil, dass die Frisur nicht eingeht, oder was? Ja. Na ja, Regen.
Das war früher mein Kleid. Nein, jetzt regnet es schon wieder. Mein Gott, nein, ich habe mir gerade die Tolle gemacht. Aber für einen Sonnenbrand wird es nicht tun. Also, wieso redest du jetzt bayerisch? Ja, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, meine Haare. Ja, ich habe versucht, so ein bisschen den schwulen Herbig da nachzumachen. Ja. Aber es, und ich habe versucht, dich nachzumachen. Und wir waren beide schlecht. Wir waren beide schlecht. Weil es regnet. Und warum sollte er sich dann so zurückziehen? Ja, wegen seiner Schmalzlocken, dass er die schützt. Weil er Stumpfnasenaffe ist und es rinnt ihm sonst in die Nasenlöcher rein. Oh. Ist lustig, oder? Es ist lustig, oder? Oder in die Ohren. Nein, er hat recht. Er hat recht. Das ist so lustig und das ist vollkommen richtig. Bravo. Tatsächlich. Ich hab, deswegen haben wir abgelenkt. Deswegen haben wir vom Namen abgelenkt und zuerst nach dem Elvis-Affen, damit bei euch im Kopf der Elvis überbleibt. Aber es ist der Stumpfnasenaffe. Ich darf es euch kurz zeigen. Und der hat wirklich ein Problem. Dem regnet es in die Nase. Dem regnet es in die Nase. Und ja, sag ich, ob es nicht besser ist, wenn der einfach ausstirbt. Aber warum? Ja, der schiere Frisur, dem regnet es in die Nase und da stirb ich lieber aus. Weißt du? Aber wie ich gesagt habe, Regen waren wieder alle entsetzt. Wie ich gesagt habe, vor Schutz und Regen waren wieder alle entsetzt. Nein. Ja, man hat mich von der Fährte wieder weggelockt. So böse. Ja. So böse, komm, kriegst du ein Viecherl. Ein Viecherl! So, okay, aber es regnet ihm in die Nase. Ich möchte mich bedanken bei Thomas Buchsbaum aus Wien für diese Frage vom Elvis-Affen. 300 Euro Büchergutschein für Sie. Danke. Hallo, liebes Rateteam. Mein Name ist Elisabeth Gruber und meine Frage an euch lautet: Wer oder was ist ein Selbstkomma? Nein, mit ein A Aufzug geschrieben. Ohne Liftboy. Ein Aufzug ohne Liftboy. Wo man draufdrückt und wie von Zauberhand kommt er von selbst. Also die Meisterswort. Ja. Jetzt habe ich es auch. Oh, wann kommst du? Wie schön das eigentlich wäre, wenn man nichts tun müsste. Und auf einmal ist man da. Ja, aber es ist auch deppert, oder? Wenn du das nicht kontrollieren kannst. Ich meine, dauernd bist du wo, um es nett auszudrücken, aber dauernd kommt und dann kommst du dort und willst gar nicht. Also ist ja auch nicht lustig. Ist eine Pistole? Nein. Was? Ja, nein, ich habe gerade so. Das wäre ja noch depperter, da komme ich lieber noch von allein. Also ich habe eine Pistole, die von allein loslegt. Habt ihr das vorher so gemeint beim Selbstkommen, der geht wohin und kommt dann von selbst? Nein, gar nicht. Selbst, ist, ja, das oder? Ist völlig egal. Er kommt einfach. Es kommt ihm. Also er sexuell, wir sprechen von Orgasmus. Sexuell, natürlich, wir sprechen von Orgasmus. Also das heißt, er tantrischer Sex, ja? 8 Stunden Yoga, du sitzt da, machst nichts. Ja. Musst du trotzdem ein Taschentier holen. Was? Ja. So. Oder vom Thomas, glaube ich. Okay, das habe ich ja. Der Thomas hat gemeint sozusagen den metaphysischen, also der, du bist von selbst wo, du musst gar nicht hingehen. Mhm. Das, ich kenne das von Verwandten, also von so Familienfesteln. Oh. Auf einmal sind sie da. Ja. Bei Familienfesteln, du hast das gar nicht alle eingeladen und trotzdem, da sind immer ein paar Selbstkommen dabei. So, ne, das gibt's auch. Ja. Und die Pointe, die aufgelegt ist? Die Pointe, die aufgelegt ist, wo man eh schon weiß, das ist ein Selbstkommen. Ja, war ein Ravelinarini, tritt auf, sagt der Restaurant und schon lachen alle, ne? Siehst du das? Siehst du das? Was für eine Sprache war das? Ja, das ist, ich schwöre dir, das ist, die Leute kommen und sagen, hallo, Frau Bembelt, wie geht's dem Niranarini? Immer, das weißt du. Ja, aber die meinen meinen Cousin, die reden nicht so. Ja. Und wie es dir geht, ist den Leuten nein, wurscht? Ist immer wurscht. Ah, ja. Fangen immer nach einem Niranarini. Ja. Ich kenne das Problem. Ich bin eigentlich sein Sekretariat mittlerweile. Aber gut. Ein Selbstkommen. Dann teilst du bitte ein Wurstzimmel holen. Nein, aber vielleicht ist es in der Werbung, der Selbstkommen. Vielleicht ist das ein Produkt, das die Leute von selbst kaufen, wofür man keine Werbung machen muss. Ich muss es jetzt sagen, ich bin nicht das Ja-Natürlich-Schweinchen. Aber
aber auch nicht die Milka Kuh. Ich liebe den Moment. Manchmal. Ich liebe den Moment, wenn ich da sitze und die Uli nicht mehr pack. Und es passiert einmal pro Sendung. Warum? Warum hat sie? Okay, ich sag's jetzt, ich brauch kein Gage mehr. Uli, du bist meine Belohnung. Siehst, der Ballfrader ist das nächste Mal ein Selbstkomma. wo befinden wir uns? In was gibt es noch? Aha, ich meine bei der Frage. Wir befinden uns, das sagt euch Elisabeth Gruber aus Wien. Es handelt sich um einen Begriff aus dem Spitalswesen. Als Selbstkomma werden Patienten bezeichnet, die nicht mit der Rettung eingeliefert werden, sondern selber kommen, wie ich dieser Spitalsbestätigung entnehmen konnte. Na, bravo. Was ist da? Nein, ich rede nichts mehr mit dir. Nein. Was, hat jemand versucht einzusagen, oder wie? Nein! Was? Geh bitte! Da hat sich irgendwas abgespielt, was ich nicht mitgekriegt habe. Nein, nichts geschaut habe. Und das hat dir jemand versucht darzustellen, oder wie? Nein! Sag's! Ich rede nichts mehr mit dir! Was hat das mit Wahrscheinlich wollte er einen Aufriss tätigen, jetzt sei nicht so ein Zetzen. Wisst ihr eigentlich, dass. Wer ist die Unglückliche? Wer sagt, dass es eine Frau ist? Wenn man im Hotel absteigt, nicht, da gibt es immer diese Türschilder. Auf der einen Seite, ich glaube, ich habe sogar eins da. Ja, auf der einen Seite, do not disturb, bitte nicht stören. Und wenn du dann das Zimmer verlässt, sagst du, der Bootsfrau, bitte Zimmer aufräumen. So. Und in Irland gibt es jetzt an der Westküste ein Hotel, da kann man sich auch noch ein anderes Schild an die Zimmertür hängen. Und zwar einen Feuerwehrmann, also das Bild eines Feuerwehrmanns. Und ich möchte von euch wissen, warum. Ich möchte rauchen. Wo ist das? In Irland? In Irland. Irland. Ja. Das ist, wenn die Leute vorher den Original Single Malt, Original irischen Whisky wahnsinnig intensiv verkosten. Am nächsten Tag haben sie einen Brand. Das ist quasi die Assoziation und das Symbol dafür, dass man irgendwie 2 Liter Wasser und ein paar Aspirin bekommt. Nicht schlecht! Ja, auf das Gesicht verwenden. Was ist mit ich möchte rauchen? Dass diese nicht schrecken, wenn Qualm aus der Tür unten rauskommt. Nein. Hat das was mit Rauchen zu tun? Nein. Das kann auch sein feuriger Liebhaber im Zimmer. Ah ja, aber also das ist dann nur für Frauen, oder? Ja, und Unterschied kann man also für. Oder für den Schwager. Ja. Ich glaube, es geht ein bisschen in Richtung von Viktor, ja. Dass die Person, die da drinnen schläft, am Abend so viel zu sich geht, dass sie vollkommen groggy ist, hinüber ja. Und gerne schlafen möchte. Und selbst wenn ein Brand ausbricht in diesem Hotel, bitte nicht weg. Bitte. Ja. Und das ist richtig. Ja. Und soll ich dir was sagen? Stimmt. Nein. Das wär's jetzt. Aber fast. Es ist nur leider ein bisschen falsch. Aber ein bisschen richtig auch. Unbedingt wecken, wenn ein Brand kommt. Ja, wieso? Na, die hat vorher fließt und nein, zum Aufwecken bitte Hotel anzünden. Überlegt's, na komm. Du, was? Wohin? Nein, es ist jetzt so, dass die Geschichte, glaube ich, die der Herr Steppern sagen. Wie war die Frage? Ich hab gesagt, bitte nicht wecken, selbst wenn es brennt, ich bin so müde. Okay, gut, aber das ist. Und jetzt machen wir. Jetzt müssen wir umdrehen. Umdrehen. Umdrehen, das haben wir schon klar. Okay. Ja? Es ist ein bisschen. Ja. Was auch nicht mehr. Nein, also, du hängst den Feuerwehrmann raus und gibst damit zu verstehen, ja?
das. Bitte wecken. Bitte wenn wecken. Es nicht brennt. Bitte wecken. Nein, der Feuerwehrmann ist echt. Und wenn der dann irgendwie seine Schuldigkeit getan hat, dann hängt das aus und hast quasi bitte den nächsten schickt. Bitte wecken, falls ein geiler Feuerwehrmann vorbeikommt. Bitte. Er hat gesagt, bitte nicht wecken, wenn es brennt. Und das ich habe gesagt, umdrehen. Deswegen bitte wecken, wenn es brennt. Genau, aber, ja, warum? Warum? Ja, jetzt sagst du, warum soll man jemanden wecken? Weil wegen der Rauchgasvergiftung? Ja, weil die so vom Whisky trinken so ohnmächtig sind, dass sie alleine nein, durch ja, den von, Rauch nicht... Ich gesagt, von der Rauchgasvergiftung. Na, im Schlaf riecht man ja auch nichts. Ja. Naja, das stimmt. Wir schaffen das. Also man riecht nichts, man riecht schläft. Nix, man ist ausgenockt. Was für Möglichkeiten gibt es, dass man die Sirene nicht hört? Man schläft. Man ist taub. Man ist taub. Schwerhörig. Schwerhörig ist auch und gut. Für solche Leute gibt es dieses Schild. Bitte, ich zeig's euch. Bitte wecken, wenn es brennt. Ich bin schwer. Falls Sie schwerhörig sind, hängen Sie diese Karte bitte außen an Ihre Zimmertür, damit wir Sie im Fall eines Brandes alarmieren können. Danke. Jetzt frage ich, was ist, wenn man schwerhörig ist und schlecht sieht und das nicht lesen kann? Oliver! Alles richtig. Oliver! Ja, was? Oliver! Was? Welche Sprache ist Deutsch? Deutsch? Deutsch. Na, Deutsch. Ja, und? Da steht Deutsch. Das haben Sie wahrscheinlich bei Google Translation. Ja, ist auch Sinn, steht auch mit hartem T da, glaube ich, oder? Ja, das ist, falls Sie schwerhörig sind, das haben... Falls keine Sie Ahnung. Schwerhörig sind. Ja. Was ja wieder stimmt. Was ich bin ja. Schwerhörig. Also für eine Internetübersetzung ist das nicht einmal so schlecht. Ja. Da habe ich schon Schlimmeres gelesen. Also, das passiert in Irland in einem Hotel an der Westküste in Tralee, heißt yes. Der Ort. Okay? Okay. Und ich bedanke mich noch bei Oliver Pfeiffer aus Kapfenberg. Sehr gut. Ja. Ja.